Mrigasvastikasana ist die Stellung des glücklichen Rehes oder auch die Stellung des Wohlwollens zu Rehen. Mriga heißt Reh, Wild, Gazelle, Antilope und Svastika heißt Wohlwollen. Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition kann die kreuzbeinige Sitzhaltung sein oder Langsitz und dann gib die Oberschenkel übereinander und gib so die Füße seitlich an das Becken bzw. zum Gesäß, ähnlich wie im Kuhmaul. Und jetzt gib die Hände vor Bauch oder Brustkorb so zusammen oder zueinander, dass sie wie den Kopf eines Rehs imitieren. Also nicht ganz berühren, aber zueinander zeigen. Und dabei atme gleichmäßig ein und aus. Was du so machst, ist, du hast mit den Oberschenkeln Svadhisthana Chakra nach vorne geschlossen, nach hinten geöffnet. Die Energie kann hochsteigen zu Bauch und Brustkorb. Und jetzt fühlst du in den Händen wie eine Energiekugel. Es ist also eine Übung, um die Heilkraft der Handflächen zu aktivieren. Du könntest während einer Heilsitzung zum Beispiel diese Stellung ein paar Atemzüge lang einhalten, bis du merkst, dass die Handflächen pulsieren mit Prana, mit Wärme, mit Lichtenergie. Und anschließend kannst du dann die Hände als Heilhände auf zum Beispiel den Bauch deines Kindes oder deine eigenen Knie oder zu deiner Kehle geben oder wo auch immer du Heilenergie hin übertragen willst.